Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg 10.000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in den Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Dort haben wir heute wieder ganz, ganz viele Items, einen ganzen Oster-Shop und dann nochmal einen ganzen normalen Shop. Die Deadpool-Skins sind tatsächlich heute aber nicht mehr drin. Einmal habe ich hier die Schnatterente. Man bekommt für einen grünen Skin ja tatsächlich 4 verschiedene Stile. Einmal Standard, Blau, Grün und Rot. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Da, vor allem, dass das wirklich nur 800 V-Bucks kostet, ist schon sehr, sehr nice. Dann haben wir als nächstes den Hoppel-Skin. Ist ein epischer Skin und relativ breit, ähnlich wie ein bisschen wie der Brutus-Skin. Da kann man immer schwierig eigentlich um den Skin rumschauen und der verbraucht dann relativ viel Platz im Bild. Deshalb ist es eigentlich immer relativ unpraktisch, solche breiten Skins zu spielen. Dann haben wir als nächstes den Zuki-Skin, die Kupferwespe, dazu dann die heftige Hieb-Schwitzhacke und die Stachellackierung. Als nächstes haben wir dann den Polarpatrouille-Skin, hier auch wieder ein viel zu breiter Skin, da kann man wirklich nicht mehr vernünftig mitspielen. Dann haben wir den Kommando-Skin, dann die neue Schokoladig-Lackierung, dann die Fischtapfen-Spitzhacken. Als nächstes haben wir dann den Träumerfüße-Emote, dann den Rage-Quit-Emote. Und dann haben wir natürlich nochmal die ganzen Osterskins von gestern. Einmal den Stella-Skin, dann haben wir die plüschige Rabauken, die mittlerweile auch einen zweiten Stil hat, nämlich den Dunkelstil. Genau das gleiche natürlich bei der Männchenversion, im Langohr-Marodeur, auch wieder eine dunkle Version. Dann gibt es dazu die Karottenknüppel-Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann hier den Finsthasen-Skin mit der Stahlkarotte als Spitzhacke. Dann haben wir den Pastella-Skin mit der Spross-Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann noch den Hopper-Skin. Hier auch zwei Stile, einmal mit Maske und einmal mit Eierkopf. Dann haben wir als nächstes die bunte Brechstange. Dann den Häschen-Hüpf-Emote als Fortbewegungs-Emote. Dann Frühlingsparty. Dann die Pastelldruck Lackierung und als letztes noch gehüpfige Sprung, der ja gestern neu im Shop war, auch als Fortbewegungs-Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.